Die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Die heutige Frage kommt von Nicole und bevor ich sie vorlese, möchte ich alle, die das jetzt hier gerade gucken, einmal bitten, uns zu abonnieren. Also klick jetzt bitte auf die Glocke, abonniere uns bitte, gib uns ein Like, einen Kommentar und wenn du auch eine Frage hast, unten im Beschreibungstext ist so ein Fragenformular und dann kannst du uns das gerne zuschicken. Jetzt aber die Frage von Nicole und zwar, hallo liebes Team, nach einer Infektion mit dem Virus habe ich jetzt extremen Haarausfall, weiß mir nicht mehr zu helfen und was kann ich tun? Nehme jetzt Folsäure, alle B-Vitamine und Eisen liposomal. Kann ich darauf hoffen, dass meine Haare wieder wachsen? Im Voraus vielen Dank, lieben Gruß, Nicole. Ja, Nicole, das ist ein guter Ansatz. Aber noch nicht ganz konsequent zu Ende gedacht. Ja, also wer mich und meine Medizin kennt, wie ich sie hier mache, der weiß ja, ich finde das toll, dass Menschen sich mit ihrer eigenen Gesundheit beschäftigen und auch gute und richtige Ansätze haben. Ja, und natürlich kann eben ein Haarausfall mit einem Eisenmangel aufgrund eines Eisenmangels entstehen. Gibt aber noch ein paar andere Dinge. Ja, es kann die Schilddrüse sein, es kann Vitamin H-Mangel sein. Ja, Vitamin H steht für Haut und Haare. Ja, kann man sich so mnemotechnisch ein bisschen merken. Also ein paar Sachen gibt es mehr. Ich würde, wenn es wirklich dieser Leidensdruck ist und wenn man jetzt auch wirklich natürlich nicht die typischen Fettnäpfchen hat, dass man irgendwie furchtbares Shampoo hat oder so, dass man oder Wasser eben, ne? Das, also wenn sie in Deutschland wohnt, hat sie ja kein Problem, aber mein Sohn war 7 Jahre in China, wenn der nicht das Wasser dort gefiltert hätte, weil da ist klar, dass das Wasser, was aus dem Hahn kommt, das ist eben kein Trinkwasser und da möchte man auch nicht wissen, was da drin ist. So. Also das sind jetzt mal so die klassischen Fettnäpfchen, aber die würde ich jetzt mal ausschließen. Deshalb bei Haarausfall gibt es auch wieder so ein paar Dinge, die man eben abklären muss. Schilddrüse und natürlich aus meiner Sicht ganz wichtig eben auch dieser ganze Bereich, weil er dafür sorgt, dass Haare wachsen. Ja? Und insofern ist Eisen dabei, klar, die B-Vitamine sind dabei, aber Vitamin H ist eben auch dabei, Eiweiß ist dabei. Also ich würde es messen lassen, damit es genau klar ist, was man einnimmt. Weil nochmal, wenn sie jetzt ein Eisen nimmt, was hat sie gesagt, was sie da nimmt? Liposomales Eisen, ja, auch gut erstmal, damit es, man hofft, erhofft sich ja von dieser liposomalen Form, dass bestimmte Dinge besser aufgenommen werden, ist jetzt beim Eisen nicht das Kriegsentscheidende, aber lassen wir es mal so stehen. Auf alle Fälle, wenn sie jetzt ein Eisenlevel hat, der hier liegt und sie erhöht ihn jetzt mit diesem liposomalen Eisen in die Richtung, ist das ja schon mal gut. Das Problem ist nur, wenn der Zielwert hier oben liegt, ist sie immer noch nicht da und sie wird dann keinen Effekt spüren. Ja, das ist so ein Alles-oder-nichts-Prinzip. Entweder das Fass ist voll und man kann aus dem Vollen schöpfen oder eben nicht. Und das macht die Sache dann eben wieder schwierig. Also ich kann nur empfehlen, damit sie auch nicht enttäuscht ist oder dass sie nicht eine Therapie, die eigentlich erfolgreich sein könnte, wieder wegwirft, nur weil sie es nicht richtig konsequent zu Ende gedacht hat. Aber der Anfang hat mir schon mal gut gefallen. Sie hat genau die richtigen Ideen gehabt. Aber jetzt bitte konsequent umsetzen. Super. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Dann beste Grüße hier aus Lüneburg. Tschüss und auf bald. Das war die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Falls du eine Frage an Professor Winkler hast, nutze bitte das Formular zu finden im Beschreibungstext. Bis zur nächsten etwas anderen Sprechstunde.